Als hier an der Mosel die ersten Gerüchte einer bevorstehenden Schiffbarmachung auftauchten, da sah man alles, was uns diesen Strom von jeher lieblich und anziehend macht, in Gefahr. Würde noch ein Mensch hierher kommen wollen, um seinen Urlaub zu verbringen, wenn man dem Fluss Gewalt antut? Wer sollte dann noch den köstlichen Wein genießen, wenn es einmal mit der Ruhe aus ist und das Tal vom Klang der Schiffssirenen widerhallt? Die Winzer meinten, ihre harte Arbeit im Weinberg sei dann umsonst. Sie waren die Ersten, die gegen das Projekt protestierten. Tja, was ich davon halte, von der Moselkanalisierung. Wenn da mal Industrie hierher kommt, dann laufen uns noch die letzten Arbeiter, die Hilfsarbeiter aus dem Weinberg weg. Leicht zu verstehen, dass die Winzer zunächst einmal nur an sich dachten. Mit der Parole, wir wollen nicht für Europa geopfert werden, lehnten die Bewohner des Moseltales den längst perfekten Vertrag rundweg ab. Also, wenn Sie mich fragen, wie in der Moselkanalisiererei, die Bagger kommen denn dahin, die Schleusen werden gebaut, die LKW, die bringen ihren Schutter hier vorbei, das wird ein Lärm und ein Radau. Ich glaube, da bleiben die Gäste alle weg. So sprach man 1956. Und doch wurde vor ein paar Wochen das erste Personenschiff auf der Mosel mit lauter Begeisterung begrüßt. Die Staustufen wurden gebaut. Der Verkehr von 1500 Tonnen Schiffen mit einem Tiefgang von 2,50 Meter zwischen Koblenz und Thionville in Lothringen soll über das ganze Jahr hin sichergestellt sein. Unrast und Baulärm mussten jahrelang hingenommen werden. An manchen Kraftwerken wird noch heute gearbeitet. Doch die Termine sind im Großen und Ganzen eingehalten worden. Unsere Frage ist, sind die Bedenken der Moselaner zerstreut? Hat sich die große Anstrengung gelohnt? Und die Kosten von insgesamt 780 Millionen? Ist hier wirklich ein Werk von europäischer Bedeutung entstanden? Können alle Beteiligten zufrieden sein? Hat man Rücksicht auf die Landschaft genommen? Wird es der schiffbare Strom nun mit sich bringen, dass man Fabrikschlote neben die Weindörfer setzt? Auf dem neuen Schifffahrtsweg, der Lothringen mit Koblenz und dem Rhein verbindet, verkehren nun die weißen Personenschiffe. Der Fluss ist bereit, Gäste aufzunehmen, vor allem Ausflügler aus der Rhein-Ruhr-Ecke, vom Main oder woher auch immer. Die Winzer haben in den letzten Jahren deutlich das Unbehagen der Fremden zu spüren bekommen. Die kleinen Dörfer halten wieder von den Rammstößen der Sprengschiffe, vom monotonen Gedröhn der Bagger im Fluss und vom Lärm der Baumaschinen. Denn von jeher waren die Sommerfrischler die Säulen der wirtschaftlichen Existenz in 32 Weindörfern an der Mosel. Während der Bauzeit hieß es eine arge Durststrecke hinter sich lassen. Die Weintrinker und Geldbringer blieben aus. Und noch so gute Jahrgänge konnten die Fremden nicht verlocken. Solche Bilder wurden immer seltener. Und voller Sehnsucht wartete man in diesem Jahr auf die Gäste. 125 Jahre schlummerte die Mosel als Wasserstraße im Dornröschenschlaf. Man sagt, dass nun der Prinz EWG sie aufgeweckt hat. 1840 schon hat man versucht, eine Verbindung über das Wasser nach Koblenz und zum Rhein herzustellen. Das damalige Dampfboot, die Mosella, fuhr mit einer Maschinenleistung von 50 PS, also mit der Kraft eines mittleren PKWs. In der Praxis stellten sich jedoch einem regelmäßigen Liniendienst zwischen Trier und Koblenz und zurück vor allem für die Bergfahrt erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Und nun haben diese über 100 Jahre alten Wünsche ihre Erfüllung gefunden. Dagegen waren die Wassersportler schon immer auf der Mosel zu Hause. In Zukunft wird man auch mit größeren Booten, mit Yachten und Kreuzern hierher kommen.
Gerade aus den skandinavischen Ländern und auch aus Holland und Belgien möchten viele Deutschland und seine Flusslandschaften kennenlernen. Bei den Staustufen hat man es den Paddlern leicht gemacht. Bootsgassen und kleinere Bootsschleusen stehen zur Verfügung. Der Aufenthalt dauert nicht lange. Die schmale Schleuse kann durch die Bootsfahrer selbst betätigt werden. 180 Umdrehungen, dann öffnet sich das Untertor, der Wasserspiegel senkt sich und die Reise kann weitergehen. Wenn man will, auch nach Frankreich hinein, über Saône und Rhône bis an die Côte d'Azur zum Mittelmeer. So manche Voraussetzung für einen regen Bootsverkehr auf der Mosel könnte noch geschaffen werden. Hier wollen die Gemeinden nachhelfen und genügend Raststellen für die Wasserwanderer schaffen. Für die Motorboote fehlen vielfach noch Anlege und geeignete Tankstellen. Es gibt auch nur ganz wenig Sporthäfen. Gewiss, man hat mit dem Bau neuer Bootshäuser begonnen. In Koblenz zum Beispiel. Und hier in Trier. Andere Orte, wie zum Beispiel Traben-Trarbach, wollen bald folgen. Auf allen Gebieten wird man sich auf die neuen Möglichkeiten der fertigen Wasserstraße noch einstellen müssen. Aber das braucht seine Zeit. Es fehlen zum Beispiel noch wirkliche Erholungsstätten am Strom. Campingplätze und Anlegestellen müssen die Ergänzung dazu sein. Die meisten Gemeinden haben begriffen, dass es gilt, jetzt etwas zu investieren und ihrer Uferansicht mehr Glanz zu verleihen. Früher haben die Touristen die Lieblichkeit der Mosel nur auf dem Landweg gesucht. Überall wurden die technischen Aufbaulinien der Staustufen elegant in das Gesamtbild eingepasst, die Stufen eher flach und bescheiden gehalten. Der sonst übliche äußere Bedienungssteg, der über den ganzen Fluss führt, ist unsichtbar im Innern des massiven Wehrkörpers durch einen Gang ersetzt. Das bedeutet, die hohen Wehrpfeilerbauten fallen weg. Hier ein Gegenbeispiel, eine Staustufe älteren Datums am Neckar. Durch solche hohen Aufbauten wird das Landschaftsbild doch sehr zum Nachteil beeinträchtigt. Zum Vergleich wieder die Mosel, hier die Schleuse bei Lehmen. Diese kleine Insel bei Lehmen zerteilt auf eine ganz schöne Strecke den Fluss in zwei Arme. Sie blieb zum Glück erhalten. Die Techniker hätten sie leicht wegbaggern können. Hier ist man den Wünschen des Landschaftsschutzes nachgekommen. In früheren Zeiten hätte man eine solche Insel, die für die Schifffahrt ja immer ein Hindernis bedeutet, ohne weiteres verschwinden lassen. Die Bäume sind einheimische Schwarzpappeln. Man findet sie sehr selten. Beilstein, Glanzstück des Fremdenverkehrs. Beilstein ist vorläufiger Endpunkt für die weißen Schiffe der Rheinflotte. Im nächsten Jahr will man sich weiter vorwagen, vielleicht bis Trier mit größeren Kabinenschiffen. Hier sind einmal berühmte Filme gedreht worden, der fröhliche Weinberg, und wenn wir alle Engel wären, mit Heinz Rühmann. Generationen von Weintrinkern haben auf dieser Terrasse gesessen und auf die Mosel geblickt. Aber nicht von allen Seiten war Beilstein so reizvoll. Man musste über arg viel Patina hinwegsehen. Doch hier hat der Moselstau eindeutige Vorteile gebracht. Das Ufergesicht war früher alles andere als zart und lieblich. Da gab es von jeher viel Unrat, Schutt und Unordnung. So sieht nun das neue Ufer von Beilstein aus. Durch den Stau dehnt sich hier jetzt ein weiter See.
Und noch viel anderes ist weggefallen, zum Beispiel die Buhnen. Darüber hinaus darf man nicht verkennen, sind ja bei dieser Baumaßnahme auch viele unschöne Landschaftsteile zugedeckt worden, die für uns, für die Fremden, besonders unangenehm waren, die Tausende und Millionen von Mückenschwärmen erzeugten und die wir nun endlich los sind. Und noch einen weiteren Vorteil bringt die weite Wasserfläche. Sie kommt dem Wein zugute, so sagen die Winzer. Die Sonnenstrahlen werden auf die Weinberge reflektiert. Wie die Dinge nun wirklich liegen, das hörte ich im Wetteramt Trier bei dem Agrarmeteorologen Herrn Dr. Eichele. Es ist nicht so, dass durch die Errichtung der Stauhaltungen entlang der Mosel sich das Klima des Moseltales grundsätzlich ändert, sondern nur ein kleiner Bereich entlang der Stauseen wird sich im Großen und Ganzen kleinklimatisch günstiger auswirken. Dieser Bereich erstreckt sich aber nur auf 80 bis 100 Meter. Am Drahtseil, das sich über den Fluss spannt, hängt die Fähre. Schon die alten Römer haben so den Fluss überquert. Man nennt sie Ponte. Sie wurde durch den Druck des fließenden Wassers getrieben. Vorher haben wir mit einer Kraft mitgeholfen. Jetzt aber reicht die Strömung nicht mehr aus und darum hat man einen Motor angebaut. So konnte die alte romantische Fähre erhalten bleiben. Der Ausbau der Staustufen für die Moselregulierung war eigentlich nicht so sehr ein Ingenieurproblem. Die Schiffbarmachung dieses Stromes geht auf ein vorwiegend französisches Interesse zurück. In der Bundesrepublik waren die Meinungen in den Jahren vor der endgültigen Entscheidung zweifellos geteilt, wenn nicht ablehnend. Aber im Lichte der heutigen Gesamtsituation innerhalb des europäischen Wirtschaftsmarktes haben die deutschen Bedenken wohl an Bedeutung einiges verloren. Warum wollte nun Frankreich den Moselausbau? Die lothringische Eisindustrie braucht unsere Kohle aus dem Ruhrgebiet. Man hat sich ausgerechnet, dass sich die Frachtkosten für Frankreich beim Bezug von Kohle und Koks aus dem Ruhrgebiet jährlich um 16 bis 18 Millionen verringern. Und es kommt noch hinzu, Stahlprodukte aus dem ostfranzösischen Raum, also aus Lothringen, können von nun an um 10 Mark die Tonne billiger auf den süddeutschen Markt gelangen als früher mit der Eisenbahn. Mit der gleichen Vergünstigung erreichen die verschifften Güter den Nordseehafen Rotterdam. Das macht für die französischen Stahlwerke eine Transportersparnis von 6 bis 8%, je nach Art der Ware, des früheren Listenpreises aus. Leidtragender ist die Deutsche Bundesbahn. Sie sagt, wenn man die Moselstrecke elektrifizieren würde, dann könnte sie alle Transporte durchführen. Durch die Schiffbarmachung der Mosel büße sie jährlich 100 Millionen Mark ein. Man darf aber doch nicht die Mosel allein betrachten. Der Weg der Montangüter geht vom Ruhrgebiet über den Rhein nach Koblenz, über die Mosel bis nach Lothringen. Ob die Bundesbahn aber auf den Rheinstrecken noch wesentliche Transportreserven hat, das mag dahinstehen. Schiene und Wasserstraße werden also an der Mosel Konkurrenten bleiben. Vorerst wird jedenfalls noch sehr viel Kohle auf der Bahn transportiert. Einmal ist die lothringische Industrie noch an alte Transportverträge gebunden und zum anderen ist die Bahn entschlossen, durch günstigere Tarifangebote möglichst wenig von ihrer Kohlenfracht zu verlieren. Immerhin, es hat sich gezeigt, dass kaum eine Bahnlinie durch einen Kanal zum Erliegen kam. Vorläufig liegt der einzig fertig ausgebaute Hafen in Frankreich, Thionville, das frühere Diedenhofen in Lothringen. Seit langem gibt es hier Depots, Krananlagen, genügend Gleisanschlüsse und unmittelbar benachbarte Industriebauten. Man hatte sich in Frankreich vom Tage des Beschlusses der Schiffbarmachung der Mosel an auf den Wandel eingestellt. Reedereien und Speditionsgesellschaften besitzen hier längst ihre eigenen Anlagen. Der Weg der Ruhrkohle über die Moselstrecke mündet unmittelbar im lothringischen Industrierevier. Die französischen Hüttenwerke sind darauf aus, die Qualität ihres Stahls zu verbessern. Man ist auch in Frankreich zu einem gewissen Teil dazu übergegangen, billiges, eisenreiches Erz aus Übersee heranzubringen und auch ganz besonders aus Schweden.
Und hier bietet die schiffbare Mosel eine zweite Chance für Frankreich. Über die Wasserstraße nämlich können sich nun die lothringischen Hüttenwerke die billigeren Auslandserze zunutze machen. Ganz augenscheinlich räumt die neue Wasserstraße den Franzosen sowohl für Produktion und Absatz ihrer Hüttenerzeugnisse beträchtliche Gewinne ein. Die deutsche Schwerindustrie befürchtet eine kommende starke Konkurrenz der lothringischen Stahlwerke, wenn die Transportwege verkürzt und stark verbilligt werden. Die deutsche Eisen- und Stahlindustrie denkt mit Sorge daran, dass in Zukunft auf dem süddeutschen Markt die deutsche Eisen- und Stahlindustrie mit der französischen wegen der billigen Schiffstransporte in harten Wettbewerb gerät. Der dadurch entstehende Ausfall wird von der Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl auf jährlich 30 Millionen Mark geschätzt. Und schon wird erwogen, an die Bundesregierung Ausgleichsforderungen zu stellen. Die Franzosen sind optimistisch. Sie schätzen das jährliche Transportaufkommen auf der Mosel auf 10 Millionen Tonnen. Die deutschen Vertreter der Internationalen Moselkommission kalkulieren nur 3 Millionen Tonnen. Die deutsche Eisen- und Stahlindustrie ist der Meinung, dass die Kanalgebühren auch die Kosten des Kanals zu decken hätten. Das heißt also neben den Betriebskosten vor allem auch die Zinsen und die Abschreibung für die hohe Bausumme. Wenn aber die Kosten nicht über die Kanalgebühren aufgebracht werden können, dann müssen sie von der öffentlichen Hand, das heißt vom Steuerzahler, getragen werden. Wenn dann aus unseren Steuern die französische Stahlindustrie subventioniert würde, dann wäre das eine ernstliche Verfälschung des Wettbewerbs. Die deutsche Industrie hat in der Vergangenheit ihre Bedenken nur zurückgestellt, weil sie den Vorrang der Politik anerkennt. Sie kann jetzt nur hoffen, dass auch die Franzosen ebenso europafreundlich sein werden und einer baldigen Abschaffung der Steuergrenzen zustimmen, die heute noch den Warenfluss in Europa ernstlich behindern. Soweit Dr. Köhler, der Geschäftsführer des Verbandes Eisen- und Stahlindustrie. Für Deutschland waren also nicht in erster Linie wirtschaftliche, sondern politische Gründe ausschlaggebend. Der Ausbau der Mosel war der Preis für die Rückgabe des Saarlandes. Obwohl nur 28 Kilometer in Frankreich liegen, zahlte die französische Regierung fast zwei Drittel der Bausumme von 780 Millionen Mark. Aber nicht nur die Ruhrindustrie, sondern auch die Saarhütten betrachten den Ausbau der Mosel mit Missbehagen. Zwar hat die Deutsche Bundesbahn der wenig verkehrsgünstig gelegenen Saarwirtschaft verbilligte Tarife vorgeschlagen, doch im Neunkirchner Eisenwerk meinte Direktor Becker, das ersetze keinen Kanal. Wenn Herr Bundesverkehrsminister Seebohm kürzlich äußerte, dass die Kanalisierung der Saar bis Saarbrücken nicht angezeigt erscheine, sondern im Unterlauf ein Zentralhafen für den Ab- und Zulauf der Güter gebaut werden sollte, so wird sich das Saarland hiermit niemals einverstanden erklären können. Im Zuge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der verkehrsmäßigen Erschließung des Saarlandes, das als einziges schwerindustrielles Gebiet über keine Wasserstraße verfügt, muss die Schaffung eines Schifffahrtsweges von Saarbrücken bis Trier gefordert werden, wobei sich in späterer Zukunft der Bau des Saar-Pfalz-Kanals, das heißt der Wasserweg von Saarbrücken nach Ludwigshafen bzw. an den Rhein, logisch in die Planung der Wasserwege einbaut. Solche Ausgleichsmaßnahmen für die Saar sind im Moselvertrag vorgesehen. ...1956 wurde zwischen Luxemburg, Frankreich und der Bundesrepublik der Staatsvertrag unterzeichnet. Die Franzosen haben damals nach dem eindeutigen Ergebnis der Abstimmung an der Saar zugunsten der Rückkehr nach Deutschland ihren ursprünglichen Widerstand aufgegeben. Noch einen zweiten Vorteil brachte der Vertragsabschluss für uns. Es kam zu einer Einigung über die Weiterführung des Rhein-Seiten-Kanals zwischen Breisach und Straßburg. Durch die Schlingenlösung darf jetzt der französische Kanal nicht mehr alles Wasser aus dem Rhein abziehen,
Durch den Einbau von mehreren Kulturstauanlagen wird das Wasser immer wieder in das Rheinbett zurückgeführt. Solche Bilder, wie hier zwischen Basel und Breisach, wird es dann rheinabwärts nicht mehr geben. Hier sind mehr als 50 Quadratkilometer echter Steppe entstanden. Die politischen Vorteile sind klar. Offen bleibt aber immer noch die Frage, wo liegt der wirtschaftliche Nutzen für uns? Ja, jetzt ist die Mosel fertig. Ich bin bloß mal gespannt, wie das Geld wieder rauskommt, was das gekostet hat. Ja, die Franzosen wollten es ja so haben, dass sie billige Kohlen raufkriegen. Ich wäre nur mal gespannt, was wir davon hätten, was wir transportieren sollen. Trotz verstärkter Motorisierung auf den Straßen und trotz paralleler Eisenbahnlinie ist der Verkehr auf den Wasserwegen gestiegen. Das haben die Statistiker ermittelt. Das zeigt auch das Transportvolumen auf Main und Neckar. Dort hat sich im Laufe von 10 Jahren das Aufkommen des Güterverkehrs verdoppelt. In diesem Zusammenhang gilt immer wieder die alte Faustregel: Verkehr schafft Verkehr. Schließlich hat die schiffbare Mosel jetzt einen vollgültigen Anschluss zum Rhein und an das europäische Wasserstraßennetz. Es wird sich auch zeigen müssen, ob der Optimismus der Industrie- und Handelskammern berechtigt ist, der annimmt, dass sich an der oberen Mosel die bisher vorhandene Industrie noch erweitern wird. Hier wird bereits am Hafen Trier gebaut. Ein Getreidesilo mit einem Fassungsvermögen von 8000 Tonnen entsteht. Hallen und Krananlagen werden errichtet. Mineralölfirmen haben sich schon jetzt ihre Plätze gesichert. Es wird argumentiert, dass durch den gemeinsamen Markt der Weinbau an der Mosel einem verstärkten Konkurrenzdruck des Auslandes ausgesetzt sein wird. Und umso mehr solle dann die Moselkanalisierung der Bevölkerung die Umstellung auf neue gewerbliche Tätigkeiten ermöglichen. Woher sollen aber die notwendigen Arbeitskräfte kommen? Etwa aus der Landwirtschaft? Vielleicht mag sich mancher Bauer gern etwas dazu verdienen. Immerhin, ein jährlicher Umschlag von 300.000 Tonnen für den künftigen Trierer Hafen erscheint doch allzu hoch gegriffen. Über diese Fragen unterhielt ich mich mit dem Geschäftsführer der Hafengesellschaft, Landrat Dr. Braun Rizzi in Trier. Der Hafen, so wie er zurzeit im Bau ist, wird für einen Umschlag im Endergebnis von über 1 Million Tonnen ausreichen. Wir können natürlich nicht erwarten, dass eine solche Umschlagkapazität hier aus dem Trierer Raum sich ergeben wird. Die Industrie- und Handelskammer hat vor einigen Jahren einmal geschätzt, dass der Trierer Raum etwa einen Umschlag von 220 bis 250.000 Tonnen bringen wird. Die Trierer Umschlag- und Lagerhausgesellschaft, die inzwischen gegründet worden ist und an der Speditionsfirmen und Reedereien europäischen Ranges beteiligt sind, rechnet in der Anlaufzeit mit einem Umschlagaufkommen von rund 300.000 Tonnen. Das sind Fachleute, die haben hier schon eine gewisse Marktforschung angestellt. Wir bauen den Hafen aber in erster Linie nicht für die hier ortsansässige Industrie. Für die hätte ein kleinerer Hafen genügt. Wir bauen den Hafen vielmehr als ein Instrument der Wirtschaftsförderung. In dieser Hinsicht ist man in der Bevölkerung, soweit ich mich umhören konnte, ein bisschen skeptisch. Man meint, das sei nicht so sicher, ob sich noch hier weitere Industrie ansiedeln würde. Ich glaube nicht, dass diese Skepsis am Platze ist. Sehen Sie, der Trierer Raum war jetzt in den vergangenen 150 Jahren immer Grenzland. Und wir haben an der Entwicklung, die sich in anderen Teilen Deutschlands abspielte, nicht teilgenommen. Das mag durch ein Zahlenbeispiel verdeutlicht werden. Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf der Bevölkerung belaufen sich im Bund bei rund 200 Mark. In der Stadt Trier betragen sie etwa 100 Mark und im Landkreis Trier nur 52 Mark. Das zeigt, dass hier der Trierer Raum noch sehr gewerbearm ist und dass hier noch Industrie angesiedelt werden kann, ja, um die Finanzkraft der Kommunen zu stärken, angesiedelt werden muss. Wie sieht es aber mit dem benötigten Arbeitskräftepotenzial aus? Zum Beispiel die Winzer befürchten sehr,
dass sie dann ihre letzten Hilfskräfte noch verlieren werden. Selbstverständlich haben wir hier keine Arbeitslosen heute. Die gibt es ja in der ganzen Bundesrepublik sozusagen nicht mehr. Wir haben aber noch Arbeitskräftereserven. Und zwar werden fortlaufend Arbeitskräfte frei durch die Umstrukturierung der Landwirtschaft, die ja ein Begriff ist. Und es sind hier auch noch zahlreiche Pendler, die ihre Arbeit im Saargebiet in Luxemburg, ja auch im Rhein-Ruhr-Gebiet suchen. Und die sollen hier an Ort und Stelle ihre Arbeit finden. Ich gebe Ihnen ohne weiteres zu, man muss hier einen gewissen Optimismus walten lassen. Wir fühlen uns in diesem Sinne gewissermaßen als Unternehmer. Und von diesem Blickpunkt aus müssen wir es sehen. Wir müssen die Chance, die der Moselausbau den Trierer Raum bringt, durch den Bau eines Hafens und durch die Bereitstellung weiteren Industriegeländes nutzen. Im bisher kaum ausgelasteten Verschiebebahnhof Erang besitzt der zukünftige Hafen Trier eine ideale Ergänzungsmöglichkeit. Anschlussgleise zu den geplanten Industrieansiedlungen mit einer Gesamtlänge von 1700 Meter sind bereits vorgesehen. Und hierbei hat man auch schon eine spätere Verlängerung des Hafenbeckens berücksichtigt. Allerdings sind dann solche Nadelöhre ungeeignet. Sie können kaum den abfließenden Verkehr bewältigen, wenn er einmal einsetzt. Auch die zwei zur Verfügung stehenden Moselbrücken dürften kaum noch viel mehr belastet werden. Hier sind noch manche Probleme zu lösen. Hand in Hand mit der industriellen Entwicklung will sich die Stadt Trier auf den zu erwartenden Fremdenverkehr vorbereiten. Oberbürgermeister Harnisch schilderte uns, dass man das ehemalige St. Martinskloster am Moselufer in ein komfortables Hotel verwandeln wolle. Bei der Porta Nigra soll ein größerer Hotelkomplex entstehen, der internationalen Ansprüchen der Gastronomie entspricht und der in der Lage ist, Tagungen und Kongresse größeren Formates aufzunehmen. Trier war einst Weltstadt Treveris, Residenzstadt Kaiser Konstantins. Augenfällig noch heute die Zeugen einer großen Vergangenheit. Historische Bauten begegnen uns auf Schritt und Tritt. Diese Stadt war einst den Römern Basis für ihre Feldzüge. Die Mosel, der Nachschubweg für die römische Rheinfront. Auch Wein wurde damals schon auf der Mosel verschifft. Bei Neumagen fand man die Skulptur eines alten Weinschiffes. So sahen unsere germanischen Vorfahren aus, die den Römern Ruderdienste leisteten. Trier nennt sich gerne die älteste Stadt Deutschlands, doch seit vielen Jahrzehnten ist ihre Entwicklung ins Stocken geraten. Die Einwohnerzahl, knapp 100.000, hat sich nicht verändert. Zeitweise war sie sogar rückläufig. Viele sind von hier weggezogen, um anderswo bessere Verdienstmöglichkeiten zu finden. Aber jetzt, durch die neue Wasserstraße, will man endlich Anschluss an neue Entwicklungsstufen im europäischen Sinne finden. Landtagsabgeordneter König hat sich seit langem mit den Forderungen einer großzügigen Verkehrsöffnung befasst. Das ist die Mosel. Was uns fehlt, das ist eine Anbindung über gute Straßen an den westeuropäischen Raum. Es gibt eine solche gute Anbindung von Köln über Aachen in den Raum Brüssel und eine genauso gute von Landstuhl über Saarbrücken in den Raum nach Metz und nach Paris. In dem Trierer Raum fehlt für gute Straßen sogar die Planung, geschweige, dass die Straßen schon da sind. Man hofft, dass in diesem Anlegehafen, der erst gebaut wird, neben deutschen Schiffen auch Charterschiffe aus Holland, der Schweiz und vielleicht aus Frankreich anlegen werden. Das erste Schiff, das in Trier festlich erwartet wurde, brachte am 26. Mai drei Staatsoberhäupter zur Einweihung der Mosel-Schifffahrtsstraße. Großherzogin Charlotte von Luxemburg, Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundespräsident Lübcke an Bord der Rüdesheim, die in der Schleuse Trier-Vaien festmachte. Sicher hat der Beschluss über die Schiffbarmachung der Mosel mit dazu beigetragen, dass der Weg zur endgültigen Aussöhnung zwischen Frankreich und uns frei wurde. Thank you.
Es ist ein Gemeinschaftswerk und damit ein Symbol echter europäischer Zusammenarbeit. Aber wo bleiben die Schiffe, fragte man bald nach der Einweihung. Es sind noch einige Engstellen im Flussbett zu beseitigen. Vorläufig können die Schiffe nur bis zu einem Tiefgang von 2,10 Meter beladen werden und das lohnt meist nicht. Wenn einmal hier die Großschifffahrt in Gang kommt, dann könnte das sicher vielen einen festen Arbeitsplatz einbringen. Es müssen zum Beispiel örtliche Umschlagstellen eingerichtet werden. Bootswerften wie diese hier bei Trier sind ganz selten. Hier hat man die sich anbahnende Entwicklung frühzeitig erkannt. Man sicherte sich vorzeitig einen ausreichenden Stamm von Facharbeitern. In wirtschaftlicher Hinsicht ist das Moselland noch wenig erschlossen. Die Arbeiter dieser Werft verdienen gut. Aber das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung zwischen Koblenz und Trier liegt immer noch erheblich unter dem Bundesdurchschnitt. Und das sind immerhin 800.000 Menschen. Solche florierenden Industriebetriebe sind an der Mosel noch selten. Manche Kreise sind noch Notstandsgebiete mit geringer Steuerkraft. Hier könnte einmal der Moselkanal eine kräftige Belebung der Wirtschaft bringen. Die Voraussetzungen dafür sind da. Man findet ganz beachtliche Vorkommen von Hartsteinen, Kalk, Gips, Dolomit und Schiefer. Der Anfall von Holz aus Eifel, aus dem Hunsrück, ist bedeutend. Und schließlich stehen ja durch die neuen Kraftwerke bei den Staustufen zusätzliche Energiequellen zur Verfügung. So können Massengüter produziert und verarbeitet werden. Zwischen Lehmen und Trier werden bis Ende 1966 9 Kraftwerke, wie dieses hier bei Dezem, in Betrieb genommen. Das bedeutet, zusammen mit dem Koblenzer Kraftwerk stehen dann jährlich ca. 800 Millionen Kilowatt in der Stunde zur Verfügung. Das ist die gesamte elektrische Energie für das Moselland mit seinen Einzugsgebieten Eifel und Hunsrück. Aber ohne die Schiffe kann kein ernsthafter Aufschwung eintreten. Im Februar wurde der Kanal erprobt mit der Durchfahrt des französischen Schubschiffes der Thionville. Dieses Schubschiff hat eine Länge von 165 Meter und passt gerade in eine Schleuse hinein. Aber seitdem haben noch nicht sehr viele Schiffe die Mosel passiert. So wird vielleicht einmal die Schiffbarmachung den Moselanern ihre wirtschaftlichen Sorgen nehmen. Aber eine Sorge bleibt: das Hochwasser. Das hat der vergangene Winter wieder deutlich gezeigt. Ans Hochwasser haben wir uns bald gewöhnt. Im Keller werden die Fässer abgestützt. Hier werden die Möbel, alles nach oben geschafft. Und es ändert, man kann eben sonst nichts machen. Wenn das Wasser steigt, dann werden die Schleusenwehre geöffnet, damit es möglichst schnell abfließen kann. Man ist hier gewöhnt, hinzunehmen, was der Strom mit sich bringt. So wird man sich auch in vielen Gemeinden auf das einstellen, was die Stromregulierung nach sich zieht. Lebendig wird es dann auch in solchen Orten wie hier in Senheim, das bisher im Verkehrsschatten lag, ohne Bahnhof, ohne Anlegestelle und ohne rechte Straße. Hier ist der Bau eines Schutzhafens in vollem Gang. Ein solcher Hafen, hier der längst fertige bei Bernkastel, kann leicht 15 bis 20 große Schiffe aufnehmen. Zuerst wurde behauptet, dass die Senheimer für den Verlust ihrer Wiesen durch den Hafenbau nicht entschädigt würden. Ja, wo ich hier stehe, hier war mal meine Wiese, 500 Quadratmeter groß. Und durch den Hafenbau ist die gänzlich verschwunden, aufgeschüttet worden. Das hat uns erst gar nicht gepasst, wie wir das hier so gehört haben. Hinterher allerdings, wie wir etwas von der Entschädigung hörten,
Da habe ich doch 30 Pfennig pro Quadratmeter Wiese Aufwuchsentschädigung bekommen. Ich bekomme die Wiese nach ein paar Jahren, wenn die Arbeiten alle fertig sind, wieder zurück. Ganz anderer Art waren die Probleme, die hier beim Mehring an der Oberen Mosel zu bewältigen waren. Die Brücke musste um 2,40 Meter gehoben werden. Das ist Millimeterarbeit. Auf die Pfeiler und Uferlager werden Ölpressen aufgesetzt. Es muss gleichzeitig gehoben werden. Jetzt ist es soweit. Wieder kann ein T-Träger eingesetzt werden. Dann wird geschweißt und betoniert. So galt es im Etat der Gesamtbausumme, immer wieder unvorhergesehene Millionenbeträge unterzubringen. Hier sieht man deutlich, um wie viel die Brücke jetzt höher liegt als die alte Straße. Hier in Mehring gab es noch andere kostspielige Schutzmaßnahmen. Der Ort liegt in einer Senke und plötzlich auftretende Sturzregen bei Gewitter setzen Häuser und Straßen im Nu unter Wasser. Die Flutwelle solch katastrophaler Niederschläge bewegt sich dann vom hochgelegenen Weinberggelände durch den Ort der Mosel zu und treibt Schlamm und Geröll vor sich her. Die Sickeröffnungen in der Ufermauer sind dann im Nu verstopft. Wenn wir im Weinberg sind und die Kinder allein zu Hause und es tritt plötzlich ein unverhofftes Gewitter mit wolkenbruchartigen Regenmassen auf, welche auch aus unseren Steilhängen der Weinberge große Geröllmassen mitführen, die Durchlässe sich verstopfen, dann wären die Kinder letzten Endes ertrunken, ehe die Eltern nach Hause kämen. So ging das nicht. Das Unterdorf wurde aufgehöht. 72 Häuser mussten abgerissen werden. Sie wurden an höherer Stelle wieder aufgebaut. Die Kosten der Sanierung von Mehring 8,9 Millionen. Zum Glück hat das Land Rheinland-Pfalz mit fast 2/3 großzügig geholfen. Die Fischerei ist dabei, sich umzustellen. In einigen Nebenarmen, die man belassen hat, werden neue Fischarten herangezogen, die sich mehr für stillfließendes Wasser eignen. Aale werden wohl noch gefangen und an Ort und Stelle auch geräuchert. Aber die Fischer klagen darüber, dass ihr Brotfisch, wie sie ihn nennen, der ihre Existenz sicherte, in den Turbinen der Kraftwerke arg dezimiert wird. Hier sucht man noch nach einer Lösung. Die Fischer haben durch den Bau der Staustufen an vielen Stellen ihre Fanggründe verloren. Die Pachten sind abgelaufen und wurden nicht mehr erneuert. Bei den Staustufen wurden Treppen eingebaut. Im Frühjahr wandern die Fische, sie suchen ihre Laichplätze. Es gelingt vielen, die Stufen zu überwinden. Die Fachleute meinen, das genügt. Die Fischer bleiben skeptisch. Wird man nun sagen können, dass die so viel gelobte Romantik der Mosel durch die Schiffbarmachung, durch technische Bauten, durch den viel trägeren Fluss des Wassers oder durch den vermehrten Lärm des Fremdenrummels verloren gehen wird? Werden die Recht behalten, die gleich im Anfang ihre Bedenken anmeldeten? Die Windungen der Mosel haben in ganz Europa nicht ihresgleichen. Sie geben dem Tal einen fast verwirrenden Reichtum an Schönheit und Überraschungen. Justinus Kerner sagte einmal, was krümmt die Mosel sich so sehr? O weh, sie muss zum Rhein, zum Meer und möcht daheim nur sein. Die aufeinanderfolgenden Flussschleifen, die oft in sich selbst zurückzukehren scheinen, bieten der Sonne den ganzen Reichtum an südlichen und östlichen Hängen dar. Die Weinberge werden abgelöst von Schattenufern, die Wald, Wiesen und Obsthaine tragen. Das alles zusammen gibt dem Moseltal das Leichte, Lockere und so Geschmeidige. Man kann sicher sein, dass das alles erhalten bleibt, auch wenn jetzt mehr Geschäftigkeit einzieht. Veränderungen hat es an der Mosel im Ablauf einer 2000-jährigen Geschichte immer gegeben. Aus Vergangenheit und Gegenwart bezieht der Strom seine Eigenart. Alte Kultur und Geschichte sind hier lebendig geblieben. Kleine und große Siedlungen, weltberühmte Weinorte, sind angefüllt mit baulichen Kostbarkeiten vergangener Jahrhunderte.
Traben-Trarbach besitzt durch den Stau jetzt eine ideale 800 Meter Rennstrecke für Motorboote. Bei den Weltmeisterschaften im Juni sprach man bereits von einem neuen Zentrum des Motorsports. Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Hier werden es die Verbotsenthusiasten schwer haben. Wenn solche Veranstaltungen immer so diszipliniert vonstatten gehen, dann werden die Vorurteile zu Hause bleiben müssen. Der hiesige Ruderclub will sich dieser Aufgabe intensiv widmen. Viele werden hierher kommen, um ihren Urlaub zu verbringen und auf der Mosel auch Wasserski laufen. Es gibt in Deutschland nur ganz wenig Möglichkeiten zu diesem Sport, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Leider ist für diesen Sport die Ausrüstung noch sehr kostspielig und darum werden ihn nicht so viele sich leisten können. Mit vollen Segeln geht man nun an der Mosel in eine neue Zeit. Werden sich für die Zukunft die Anstrengungen und Kosten lohnen? Sind all die Veränderungen, die die Stauhaltungen mit Wehr und Schleusen, die Brücken, Straßen und Häfen dem Strom und der Landschaft brachten, sinnvoll und dem Menschen von Nutzen? Die Fahrt hat erst begonnen. Die Wasserstraße muss sich erst bewähren. Ob die Berechnungen stimmen, ob die wirtschaftlichen Prognosen eintreffen, niemand kann es heute schon sagen. Das Rennen ist noch völlig offen und wer weiß, wie man schließlich durchs Ziel kommt.